Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge Master Builders gemeinsam mit Paluten. Hallo! Bewerte gerne das Video und schaut in die Beschreibung, da ist Palle verlinkt. Mein Rollo fährt hoch! Dann halt's fest! Warum fährt das denn? Ah, ey, ich kann das nicht stoppen. Ich kann's nicht stoppen. Was macht er da? Ja, das Thema ist Kuscheltier. Palette hat seit Monaten nicht gespielt. Jetzt fährt das jetzt, hörst du das im Hintergrund? Dieses Ja, ich hör's. Ja, das ist mein Rollo, das fährt hoch. Ich kann's nicht stoppen. Warum macht es das? Ja, es kommt jetzt hier Sonnenlicht rein. Mann! Ach, ich hasse das. Ich hab das eigentlich immer unten. Bei mir ist alles dunkel. Ja, du hast es auch gut im Leben. So, Kuscheltier. Ja. Ich hab leider ein paar Okay, du siehst es bei mir nicht, Anfall? Aber... Ja, was denn? Alle Sachen, die ich auswähle, die verschwinden. Also die kann ich nicht auswählen. Hä? Aber ist kein Problem. Ich baue dir was Tolles dahin. Oh, vertrau mir. Nein. Was hast du denn für eine Version an? Ich hab die... Ich weiß es nicht. Aber ich krieg das hin. Alter, jetzt ist es hier richtig... Es ist richtig hell. Meine Augen tun ja, weh. Ja, ich hab einfach nur Licht an. Ich hab hinter mir alles zu. Da ist kein Fenster offen. Alles schön düster. Ja, hab ich eigentlich auch. Ich mag das nicht. Das auch einfach so ein bisschen dunkel. Wenn es Vampire geben würde, wäre ich bestimmt einer. Aber nicht die, die glitzern würden. Oh doch, du wärst... Die sind scheiße. Du wärst der Nein, ich wär nicht Edward. Kennen die Leute überhaupt noch Twilight? Ja, weil das war mal mega im Hype. Klar, aber ich glaube, Twilight ist einfach... Boot. Nein. Riesige Community, ganz junge Zuschauer. Glaubst du irgendwann, also kennen die Was Leute denn? Noch so richtig Harry Potter? Feiern die das noch? Gucken die Leute das? Ist halt jetzt auch schon echt alt, ne? Ja, Harry Potter Wann ist, kam der letzte Film? Vor 10 Jahren? Nicht, vor 1000 Jahren. Harry, bleib hier. Aber ich habe die Hoffnung, dass wenn die Leute jetzt Kinder kriegen, die das ihren Kindern aufdrücken. Oh ja. Also wenn ich Kinder hab, da, ich sag dir, die müssen das rauf und runter gucken. Ich guck's ja. Nee. Sorry. Okay. Das hätte ich jetzt nett gefunden, aber ist okay. Ey, es verschwindet alles. So geil. Alles? Kannst du mit nichts bauen? Nee, ich glaube irgendwie so manche Sachen verschwinden. Aber das ist kein Problem. Ich mach's, ihr werdet überrascht sein, was hier doch alles möglich ist. Okay, die Schalker-Kiste verwandelt sich. Sag mal, werde ich gleich irgendwie einfach nur Erde sehen, oder? Nein. Das wird geil. Oh Gott, wie sieht denn der hier aus? Ja, ich guck ja. Jetzt ist bei mir eigentlich so langsam wieder Harry Potter Zeit. Einmal im Jahr gucke ich Harry Potter. Ja. Und weil jetzt so langsam so der Herbst beginnt, der Herbst, ist wieder Zeit. Einmal Herr der Ringe. Ja, theoretisch ist ja der erste Teil ein Weihnachtsfilm, was ich irgendwie auch komisch finde. Also das würde ich jetzt nicht sagen. Nee, das wird so gesehen. Ach Quatsch. Das wird so gesehen. Arschmorn. Das ist Arschmorn. Ja, ich bin eigentlich fertig. Ach, ich hab den völlig... Ich kann aber auch so nicht arbeiten. Es ist ein Graus. Ich kann allgemein nicht bauen, ist das Problem. Und jetzt habe ich gerade einen schielenden... Du weißt schon, was gemacht. Oh nein, ich verbaue mich hier immer. Hab ich dir schon mal davon erzählt, dass ich mal ein Harry Potter Pyjama hatte? Nee. Ja, dann habe ich gemerkt, dass ich echt nicht so der Fan bin von Pyjamas. Wie sieht der denn aus? Ja, der sieht aus, ich war Mitglied bei Gryffindor. Ja. Da war ich ganz vorne mit dabei. Kennst du Harry? Ja, ich war praktisch Harry Potter. Das bringt mich aber zu einer weiteren Frage, die vielleicht etwas intim ist. Nein, ich esse nicht auf Toilette. Nein. Wie schläfst du? Hä? Darf ich das in Erfahrung bringen? Ach so. Jetzt verstehe ich. Es kann ja sein, dass du sagst, okay. Little Manuel braucht viel Luft und du schläfst nackt, was ja nicht schlimm ist. Nee. So einer bin ich nicht. Bist du so einer? Nee. Ich bin bekleidet. Okay. Aber auch nur mit einer... Inwiefern bist du bekleidet? Boxershorts und T-Shirt. T-Shirt? Ja, doch, im Winter doch, weil ich habe ja das Fenster auf. Ja, ich habe auch das Fenster auf, aber ich habe doch eine Decke, eine warme. Ich musste meine warme Decke verkaufen, weil das Haus zahlt sich nicht von allein. Ja. Das ist dementsprechend, ich heize auch nicht mehr. Das wird ein harter Winter. Das Problem habe ich gerade auch.
Ich habe mir schon eine Brücke ausgesucht, wo ich dann mal schlafen kann. Stattdessen verbrenne ich deinen Comic. Ja, das habe ich dir ja sogar erlaubt. Falls du dich erinnerst. Das stimmt, das stimmt. Nee, ein Punkt ist besser. Ey, ich bin so gespannt, was du da hast, ne? Nee, ich hab nichts, ich hab wirklich nur so ein eindimensionales Scheißding. Und es wird... Ich finde das gut. Also ich... Wie kann ich das denn noch retten? Ich bin aber auch sabotiert worden. Ja, von wem denn? Von Gommel. Weil er mich hier nicht das bauen lässt, was ich möchte. Hast du mal über eine Anzeige nachgedacht? Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. So, aber du... Was ist da denn jetzt passiert? Ja, ich hab eine Hose an. Weil ich bin nicht so ein Kranker. Okay. Eine richtige Hose? Nein, eine Boxershorts. Ach so, okay. Aber auch die ich dir empfohlen habe, ne? Ja, ach stimmt, sogar ja. Deine. Oh ja, wir tragen wirklich ja. Die gleiche. Weil das Ding ist, ich schicke Manuel auch immer die bei mir praktisch durch sind. Nach einer gewissen Zeit brauche ich ja neue, weil die nutzen sich ja auch ab. Und dann sage ich, ach komm, ist noch gut. Und Manuel muss dann nur die Kruste ablecken. Einfach ekelhaft. Manuel muss nur die Kruste ablecken. Ja, aber wir leben halt nachhaltig, ne, dadurch. Okay. Ein kleiner Teddybär, ein kleiner Süßer. Der ist okay. Naja. Das ist doch, also was, dafür hast du so lange gebraucht? Ist nicht von mir. Ist nicht von mir. Oh, das ist von dir, nee. Oder? Einfach Edgar auf dem Podest? Nein. Sorry, aber, also ich, ja doch, du kriegst ja, von mir komm, super. Komm, voll. Ja, nein, jetzt belohne doch nicht. Der hat nachher mehr Punkte als ich. Nee. Also, Niklas, du kannst EU. Nicht so. Niklas, bist hey! Ist das von dir? Ist das etwa ein Augenbrauenklumpi? Nee, aber ich finde den legendär. Echt? Ja, der wird wahrscheinlich von dir sein. Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Doch, du hast auch irgendwas mit Augenbrauen oder so gesagt. Ja. Ich habe seine prägnanten Augenbrauen mit einfließen lassen. Okay. Noch einer. Oh, noch ein in Braun. Ja, gebe ich auch. Nee, ach. Also, wenn ich. Bisher habe ich gewonnen. Oder der Edgar. Das weiß man noch nicht. Ist das eine Zunge? Knappes Rennen auf jeden Fall. Oder die Schnute. Da alle, alle braun. Aber so ein 0815 Teddybär. Ja, aber der hat ein Herz. Ich gebe mal okay. Ja, es bleibt bei mir bei okay. Nee, aber um nochmal zurück zum Thema zu kommen. Ne? Ich finde das voll unangenehm irgendwie. Ohne Boxershorts. Boah. Du nicht? Was ist das, Alter? Hä? Ist das von dir? Nee. Immer mehr. Ich geb einfach schlecht. Ich geb einen Grauen voll. Also, Among Us? Was hat das denn mit einem Kuscheltier zu tun? Ja, stimmt. Der Kopf. Ach, stimmt. Die Augen. Ja. Okay, nochmal ein Das Hütte. Könnte von dir sein. Nee. Ich geb ihm schlecht. Ja, er ist nicht so gut wie die anderen Teddybären. Mann, ich hätte früher drankommen sollen. Nee, ich... Dann hätte ich so viele Punkte bekommen. Jetzt habe ich bestimmt nicht viel bekommen. Unfall. Oh. Ein Hase. Ja. XO. Ja, würde ich halt nicht erkennen. Muss ich ein schlecht geben. Ich bleib bei okay. Ist für mich ein okay. Nee. Okay. Okay. Hey! Oh wow. Ist das etwa ein cool. Pedizzle? Cool. Mini-Pedizzle? Ja, das sollte es werden, aber ich dann geb den gut. Ich geb den gut. Ja. Clean Man. Ja, oi. Clean. Nicht schlecht. Ja, danke. Hey, aber das konntest du dann bauen? Ja, die, mit den Sachen GLP. Was? Kottel Clan. Nee, GL. Ja, okay. Ja, oh, okay. Ah, ja. Was? Wie? Was? Wie kann denn... Ich wusste es. Ne? Ihr habt doch alle eine Geschmacksverirrung. Was ist das denn? Wie kann das denn gewonnen haben? Skandal. Und Paleta hat aber 20 Punkte, 6 weniger als ich. Ist das lächerlich. Ja, wofür baue ich überhaupt? Das ist geil, dass du nur Dritter bist. Das ist unfassbar. Na, direkt in die nächste Runde. Lebkuchenmann. Und? Mond? Wie sieht der Mond denn aus? Ja, hast du nie vorgestellt, so ein Astronaut Mond. Zu sein? Nee. Ich wollte, glaube ich, auch nie Astronaut werden. Weißt du, wo ich dich sehe beruflich? Ja. Nach YouTube? Du kennst doch diese Leute, die bei irgendwelchen Tele 5 oder so
immer Karten gelesen haben. Da haben dann irgendwelche Omis angerufen und dann gefragt, ja, ich habe hier Beziehungsprobleme, was mache ich denn da? Dann erzählt sie so ein bisschen davon und dann zückst du deine Karten und erzählt sie dann, ja, Agathe, Ursula. Gar nicht. Also ich muss sagen, dass ich sowas so ekelhaft finde, dass Leute irgendwie so andere Leute in Not richtig scammen. Ja. Weil, Alter, aus so irgendwelchen Tarotkarten, no front, Leute, wenn ihr das macht, glaubt gerne dran. Aber ich finde das einfach... Aber dafür Geld verlangen ist halt echt aber krass. Aber das finde ich ist halt, du kannst doch nicht irgendwas aus den Karten ab... Nee, glaube ich nicht dran, ist für mich absolut das Scam. Ja. Finde ich, also... Wenn man es selber macht, selber dran glaubt, okay. Aber im Fernsehen irgendwelchen leichtgläubigen Omas das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das finde ich ist... Ich weiß nicht. Ist schon krass. Traue ich dir zu, dass du das machst. Ja. Ach so, jetzt bin ich so einer, der es macht. Okay, alles klar. Ja. Du hast eben gerade gesagt, dass ich so einer bin. Weil du so eine Ratte bist. Ich werde nach YouTube, Alter, mache ich hier ein Almhotel, mache ich da auf. Da mache ich so geführte Bergtouren, Alter. Berg Shuttle Paletto. Sowas mache ich, Alter. Schön in den Bergen. Da tobe ich mich aus. Das wird's. Ich sag's dir. Jo, da habe ich richtig Bock drauf. Was ist dann da so? Was kann man da so dann machen? Ein schönes Hotel. Hotel Paletto. Da könnt ihr dann so ein paar coole Touren machen. Kann ich euch so ein paar, lege ich euch die Karten. Gibt's da auch Twinsie-Toiletten? Ja, aber nur für dich und mich. Oh, weil du bist ja einer meiner besten Gäste. Oh ja, ich lebe bei dir dann. Ja. Gratis. Nee, ich muss ja, von irgendwas muss ich ja leben. Keine Ahnung, was das darstellen soll, aber ich lasse es mal so, ne, Leute, ist ja alles gut, ne? Ist ja alles okay so. Ich glaube, ich weiß, was du baust. So, okay. Du baust bestimmt diesen Mond von Zelda. Was? Nein. Wie schnell soll ich das denn bauen? Ja, weiß nicht. Du bist so ein Kranker. Ich baue gerade das Langweiligste, was ich weiß gar nicht, was soll ich denn jetzt tun? Weiß ich nicht. Was mache ich denn jetzt? Kannst du mir irgendeinen Knochen hinwerfen? Was brauche ich denn jetzt? Einen Knochen. Knochen? Ja, mach doch so einen Astronauten, eine Rakete. Hatte ich vor. Aber dann ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, wie ein Astronaut aussieht. Ja, nicht? Mach so einen von Among Us. Ja, habe ich nie gespielt. Ich weiß. Das war die Zeit, wo du krank warst. Ja. Hat dir auch gefallen, ne? Hat dir auch gefallen. Was? Dass du nicht da warst? Krank war. Nee. Ich finde es immer schade. Wenn es mein Menü nicht gut geht. Ja, es ist besser geworden. Also, wenn ich jetzt krank werde, dann ist es echt einfach schnell weg. Dauert nicht mehr einen Monat. Das finde ich gut. Das war manchmal schon so. Das ist echt ein Upgrade. Wo ist Manuel? Ja, der ist immer noch krank. Das ist halt echt krass, ne? Wie lange ich teils krank. Ich war ja wirklich dann mehrfach einen Monat weg. Einfach einen Monat. Und es wird nicht besser. Dann zum Arzt hin, ja, jetzt wird mal langsam Zeit, dann geben wir dir mal ein Antibiotikum. Und dann, ja, schade, wirkt nicht. Ja, dann leider das nächste. Und deswegen, Leute, wenn euch ein Scheißarzt sagt, nehmt das Antibiotikum, dann nehmt es, bis die Packung leer ist. Bitte. Ja. Und vor allem. Weil sonst züchtet ihr Resistenzen, die uns alle töten werden. Ich habe da keinen Bock drauf. Das stimmt. Ihr und was ich halt auch gut finde, ist, dass du ja immer darauf bestehst, ein Zäpfchen zu bekommen. Du bist ja ein großer Zäpfchen-Fan. Ja. Also, dann sitze ich da und sage, bitte krieg jetzt eins. Ja, ich nehme auch ein paar mehr. Ja. Geben Sie ich mir wieder auch drei nehmen. Ein paar Placebo-Zäpfchen. Ja. Hauptsache. Damit es drückt. Ich hatte gestern, glaube ich, leichte Verstopfung. Oh. Ja. Kannst du darüber mehr erzählen? Ja, mach. Ja, ich habe gestern zu Abendbrot gegessen. Ja. Ich habe mir etwas Sushi gegönnt. Ja. Habe es. Du bist reich, ne? Kann das sein? Weil Sushi ist für Reiche. Habe es verputzt. Ja. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, was kommt denn da? Mein Magen ist ziemlich voll. Aber das war keine große Portion, die ich gegessen habe. Und dann wollte ich auf Toilette, ging nicht. Und heute Morgen, alter Schwede, Junge, ich habe mir einen schönen Kaffee gemacht. Und dann ging's los, Junge. Das war. Ich habe mir gewünscht, dass du neben mir sitzt, so wie früher. Das wünsche ich mir jeden Tag. Hier ein Clip davon, wie wir beide auf Toilette sitzen. Oh Mann, der Genuss, ey. Das war nice. Ich finde das Aroma immer schön, was da von dir freigesetzt wird.
Ja, das versüßt mir aber den Tag. Ja, süßlich ist es auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall habe ich da richtig. Dann Zimtschnecken. Richtig losgelegt und jetzt ist alles wieder bahnfrei. Für weitere Vorfälle? Für weitere Abenteuer. Ah, ja. Abenteuer mit Mini-Paluten. Auf Toilette. Generell. Ach, dafür benutzt du jetzt die Twinsy-Toilette, du. Ja, wir sitzen da beide. Er hat auch eine kleine Toilette. Klumpi ist auch manchmal da, Alter. Klumpi kam raus. Junge, das war ein Klumpi im wahrsten Sinne des Wortes. Ist das jetzt die Story von Klumpi? Klumpi ist eigentlich ein Enderpearl und kein Scheißhaufen. Also, sorry. So wie er heute Morgen aussah, war definitiv keine Enderpearl. Aber, naja. Ist ja eh egal, du wusstest sie ja eh nicht. Was war das denn jetzt? Ja, was? Mann, das ist ein Fieser. Ich war nicht fies. Okay, so. Mann, ist das gut geworden. Boah, bin ich froh, nicht der Erste zu sein. Ja, finde ich sehr gut. Ist das jetzt der Mond oder was ist das? Ja, ich glaube, das soll ein Mond sein. Kenne ich nicht. Also, doch, finde ich sehr auch detailgetreu. Ja. Mit dieser schwarzen Kruste. Erinnere mich an deine Unterhose. Aber what? Das war deins? Warst du auf Toilette? Was hast du getan? Hä? Und von dir wollte ich Tipps haben. Oh, das sieht geil aus. Das kriegt direkt ein Legendär von mir. Ja, kein Wunder bei dem, was du gebaut hast. Was soll das darstellen? Eine Mondstation oder was? Ja. Hä, mega gut. Also nicht. Wölkchen, Respekt. Okay, ein UFO. Ja, kriegt den Mond angreift. Mit einer Flagge, die man nicht identifizieren kann. Ja, feiere ich aber. Ja, ich auch. Okay. Weil es nämlich auch tatsächlich von mir ist. Ja. Ja, hat ein Gut bekommen. Ja, besser als grauenvoll wie also von mir. Sorry, guck mal hier. Das ist ja wohl grauenvoll. Ja, tut mir leid. Ich hätte es mir offen lassen sollen, das stimmt. Ach, du hast mir einen grauenvoll gegeben. Ich habe dir einen grauenvoll gegeben, das tut mir leid. Du bist so ein Kollegen. Ja, ich wusste ja, wenn du sagst, Manuel, das ist meins. Schatzi Mausi, gib mir ein Everything is Awesome. Das ist auch schon wieder so ein... Ja, nee, sorry. Nee. Wie lange saßt du denn da dran? 2 Sekunden? Ich oder der? Die Leute. Ich muss denen jetzt leider allen Grauen vollgeben. Es tut mir leid. Bin ich gut. Wenn ich dir einen Grauen vollgebe, dann auch den. Ja. Okay. Ja, dem dann erst recht. Okay, gute Partikel. Großer Fan. Ich kann aber gut dran leben. So much Ui. Wow. Mhm, ja. Ui, hallo. Ja, ich muss einfach aus taktischen Gründen muss ich jedem Grauen vollgeben. Ja. Oh, das ist die Erde. Oh, da oben. Ah, der Mond, der platzt und dadurch gibt's Überschwemmungen. Nee, das ist deep. Ich geb ihm gut. Da gebe ich ihm gut. Ach, mein Ohr juckt. Mein Ohr juckt, ja, dann wasch dich doch mal wieder. Hab ich. Ja, genau. Aha, ja. Genau, das wäre mal eine Frage. Benutzt du noch Wattestäbchen? Nee, hab ich nie. Ich bin so stolz auf dich. Leute, benutzt keine Wattestäbchen. Ich habe auch noch nie mein... Benutzt keine Wattestäbchen. Und wo wir schon dabei sind, packt euch keinen Wachs in die Nase und zieht's dann raus, um euch Nasenhaare zu entfernen. Ich bin schon wieder Vierter. 15 Punkte. Also, dass der gewinnt, okay. Aber dass ich so weit unter dem bin, was habe ich denn falsch gemacht? Ich weiß nicht mal mehr, wer Boys in the Hood war. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall, das Wachsding mit dem Rausziehen, was Monte gerne macht, das kann euch umbringen. Nur mal so am Rande. Wie kann mich das umbringen? Du ziehst damit die Nasenhaare raus, was erstmal dumm ist, weil du dann keinen Schutz mehr hast. Weil die Nasenhaare sind ja ein Schutz. Klar kann man unten ein bisschen stutzen, damit man nicht aussieht wie ein Nasenbär. Aber du kannst dir dadurch eine Wunde zuziehen, die sich entzündet und ihn zu einer einer Hirnhautentzündung führen kann. Ja. Ja, und deswegen ist das dumm. Einfach ein bisschen stutzen, dann sieht das keiner von außen. Ihr habt immer noch den Schutz der Nase und bringt euch nicht um. Joch. Danke, Dr. Manuel, dass Sie mich ein weiteres Mal vor dem sicheren Tod bewahrt haben. Ich gebe gerne auch nächste Tipps. Woche wieder ein, wenn es heißt Tipps und Tricks mit Dr. German Let's Play. Wir Dankeschön. Verbleiben. Ja, womit verbleiben wir? Hallo? Womit verbleiben wir? Da kommt doch noch was. Wir verbleiben hiermit, indem Sie ein Like da lassen, wenn es Ihnen gefallen hat. Ja. Selbst wenn es Ihnen nicht gefallen hat, dürfen Sie sehr gerne ein Like da lassen. Vergessen Sie unter keinen Umständen, beide legendären Kanäle von Paluten und German Let's Play zu abonnieren, also sowohl Paluten als auch German Let's Play. Es würde uns wirklich sehr gefallen. Gucken Sie auch gerne in die Videobeschreibung, dort auf glp.tv/comic. Hier gibt es wie immer den Comic. Und schalten Sie auch beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt,
Zusammen, Palle und Manuel, spielen Master Builders. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Kotski.